Ja, hallo zusammen. Wir haben uns in unserer Neigungsphase mit dem Dreieck beschäftigt. Wir haben aus einem Dreieck einen Kegel gemacht. Wir haben den Kegel umgedreht und sozusagen einen Trichter geformt. Und wir haben uns angeschaut, wo man das alles noch finden kann und wofür das wichtig ist. Und letztlich sind wir zu der Nase übergegangen, die auch von der Grundform her ein Kegel ist. Und wie wir das gemacht haben, das zeige ich dir jetzt. Also ich habe wieder hier einen Bleistift mit der Stärke 3B. Das hier ist mein Dreieck. Aber wie bekomme ich jetzt aus diesem Dreieck einen Kegel? Ich denke, die meisten von euch wissen das schon, nämlich indem ich hier unten einen leichten Bogen anlege. Wenn ich mir jetzt dieses Glas betrachte, hätte dieses Glas jetzt eine Spitze, dann wäre es ein Kegel. Ja, also ein bisschen höher schieben, glaube ich, hier so, dann wäre es ein Kegel. Ist hier unten aber rund. Deswegen zeichne ich jetzt nochmal ein Dreieck ein. Bleibt bitte so gleichschenklich für den Anfang, wie es nur geht. Spielen mit Verzerrungen tun wir später. Ich habe jetzt hier mein Dreieck und hier unten lege ich mir einen leichten Bogen an. Würde ich da jetzt durchgucken können, würde sich dieser Bogen spiegeln und ich hätte hier quasi mein Inneres. Ja? Wie bei der Kugel kommt das Licht bei mir sehr gerne von links. Bedeutet, ich muss hier auch einen gleichmäßigen Tonwert auflegen, der dann von der rechten Seite her intensiver wird und dadurch mache ich das Ganze rund. Das machen wir jetzt mal. Einen gleichmäßigen Farbauftrag. Ihr seht, auch hier wieder gehe ich mit den gegebenen Linien und werde zur Mitte hin steiler, um dann die Richtung zu drehen. Und jetzt schon sehe ich, aha, das wird ein Kegel. Jetzt kann ich aber noch nichts sehen, von wegen hier richtig rund. Deswegen von der Seite her nochmal etwas intensiver werden vom Tonwert her. Langsam anfangen, schauen, dass er einigermaßen gleichmäßig ist. Und zum Schluss auf diesen Tonwert kommen. Es darf noch mal eine Partie dunkler werden, deswegen wechsle ich jetzt meinen Bleistift. Ich gehe auf 8B und mache das gleiche hier nochmal. Ihr seht schon, ist der Unterschied wesentlich leichter zu erkennen. Ein bisschen Schummel hier unten. Und hier unten dürfte noch ein bisschen dunkler bleiben, aber je mehr ich hierher komme, umso heller werde ich und gucke, indem ich den Druck wegnehme, dass ich hier auch wirklich auf den ursprünglichen Tonwert wieder komme. Fangt ruhig sachte an als ich. Ich mache das hier ein bisschen kräftiger, damit ihr das gut sehen könnt. Ich habe immer Angst, man kann es nicht sehen. Jetzt bin ich insgesamt hier noch etwas zu dunkel. Hier möchte ich nicht dunkler werden. Also, was mache ich? Ich schummel ein bisschen. Was heißt, ich schummel? Ich nehme jetzt mein Radiergummi und löse mir hier den Farbton nochmal an. Und arbeite wieder mit meinem Finger. So, der Kegel sieht doch schon mal nicht schlecht aus, ne? Hier unten, obwohl ich jetzt gleich einen Schatten anlegen werde, werde ich noch mal sauber machen,
Das ist der Nachteil beim Zeigen eines Bleistiftes, dass man immer irgendwie so kleine Schatten hat. Diesen Schatten hier kann ich auch wirklich exakt ausrechnen, machen wir aber nicht, zeige ich in einem anderen Video, aber trotzdem müsst ihr euch denken, hier kommt die Sonne, hier ist der höchste Punkt, der geht ungefähr bis hier. Bitte schmal anfangen, bis hier hoch, er darf sogar noch ein bisschen länger gehen. Und wieder in die vertikale Richtung, weil ich unterstelle, dass der Boden vertikal ist. Damit ich das und das jetzt hier gut unterscheiden kann, nochmal ein kleines bisschen stärker brauche ich sowieso, weil die Teile haben auch einen Schlagschatten. So, jetzt ist also unser Kegel fertig. Wenn ich den Kegel umdrehe, dann sieht er so aus. Ja, ich habe also hier wieder meine Öffnung und ich kann hineinschauen. Das heißt, ich bin auch hier etwas dunkel, weil das ist die Schattenseite. Durchaus diesmal auch hier unten, weil die Sonne ja von dieser Ecke hier ausgebremst wird. So, wenn ich jetzt unterstelle, dass das Licht von links kommt, dann ist hier auf jeden Fall heller als hier. Deswegen darf ich hier anfangen, mir den Schatten reinzulegen. Wobei an der äußersten Ecke der dunkelste Tonwert ist. Und je mehr ich zur Mitte komme, umso heller werde ich wieder und dann kann ich das sehen, dass ich in diese Öffnung reinschauen kann. Schatten folgst du einfach in etwa der Figur, bleibst wieder ein bisschen horizontal mit deiner Strichführung. Bisschen Schlagschatten hin und dann hast du auch einen Trichter sozusagen. Wozu kann man jetzt einen Kegel gebrauchen, wenn wir die Augen aufmachen? Das Schönste ist ja wohl in der Eisdiele haben wir einen Kegel mit unserem unsere Eistüte. Dann im Straßenverkehr haben wir auch die sogenannten Pylone. Das sind diese orangen Teile, die uns eine Absperrung anzeigen. Das kannst du gleich weitergehen, das kannst du übernehmen zu einem Hut von einem Zauberer, ja, oder auch eine Kirchturmwähler.
Ja, hier haben wir das auch. Hier sind wir wieder etwas heller. Flaschen. Wir haben Flaschen, da haben wir durchaus auch eine Kegelform, wenn du dir so eine Flasche mal anschaust. Der obere Teil ist oftmals ein Kegel. Ja? Okay. Jetzt haben wir aber gesagt, auch die Nase ist ein Kegel. Deswegen machen wir die jetzt mal zusammen. Wenn du die jetzt also wirklich tatsächlich hier einen Kegel hinzeichnest, ist nichts anderes als das, aber eben schmaler. Markierst dir hier ganz locker in etwa die Mitte. Da legst du dir einen kleinen Kreis drauf, daneben auch einen Kreis und noch einen Kreis. Dann kannst du jetzt schon erahnen, was das sein kann. Das ist also die Nasenspitze und hier sind unsere Nasenflügel. Und wenn ich das jetzt hier noch umrande, schau. Ich hoffe, man kann das sehen. Dann siehst du, hier formt sich schon die Nase und geht dann hier in die Nasenlöchlein über. Ja? Genau. Jetzt ist die Nase da oben natürlich nicht so spitz. In der Regel geht sie bis hierhin und trifft sich auch vom Nasenrücken her eher auf unserer Nasenspitze. Wenn wir das jetzt aber mal hier so ein kleines bisschen ausarbeiten, dann siehst du ganz genau, wo wir hier unseren Nasenflügel haben, anhand tatsächlich eines Kegels. Nasenspitze noch ein bisschen ausarbeiten. Ist hier unten dunkler. Du siehst, hier kannst du wieder den Kreis sehr gut gebrauchen. Siehst du? Da ist deine Nase. Also du siehst, das Sehen, Lernen und wenn man nicht zurechtkommt, gar nicht so weiß, wie soll man anfangen, einfach mal gucken, vielleicht ist da ja eine Form drin, eine geometrische Form, die du kennst. Mein nächstes Video möchte ich aufbauen vom Rechteck über ein Rohr zu einem Baum. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Tschüss.